Hier hängen kleine Zettel mit ganz großer Bedeutung. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit stehen bei der LEAG wieder die Wunschweihnachtsbäume. Von Puppen über Malfarben bis hin zum Rennwagen, alles ist dabei. Die Wünsche stammen von den Kindern des Kinderhospiz Pusteblume, des Umgebindehauses Groß Schacksdorf und des Paul-Gerhardt-Werks. Es geht eigentlich darum, dass wir jetzt zum 13. Mal unseren Kolleginnen und Kollegen die Chance geben, Kindern, denen es nicht ganz so gut geht, ein paar Wünsche zu erfüllen. Wir nehmen die hier gern entgegen, hängen die an einen wunderschönen Weihnachtsbaum und jeder, der möchte, nimmt sich einen Wunschzettel mit und erfüllt diesen Wunsch. Und das haben wir in den letzten Jahren ganz erfolgreich gemacht. Mittlerweile haben wir eine sehr, sehr positive Resonanz von 300 Einzelwünschen, die wir bekommen haben. Und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir da ein bisschen weihnachtliche Stimmung zaubern können. Bereits im Sommer entstand der Kontakt zum Kinderhospiz in Burg. Vor Ort konnten die LEAG-Mitarbeiter einen Blick hinter die Kulissen werfen. Aber dass man jetzt sozusagen noch sagt, wir können noch Wünsche anbringen an den Wunschbaum der Kinder, die dort bei uns sind, lebensverkürzt erkrankte Kinder und deren Geschwisterkinder, das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Also das bewegt uns und berührt uns sehr. 2018 waren es noch knapp unter 200 Wunschzettel an den Bäumen, also fast 100 Wünsche weniger als in diesem Jahr. Mehr Wünsche brauchen auch mehr Weihnachtshelferinnen und Weihnachtshelfer. Einen Fachkräftemangel hat die Weihnachtsabteilung der LEAG auf jeden Fall nicht. Hier freut man sich, den Kleinsten etwas Gutes tun zu können. Für Ella Marleen, 2 Jahre, und sie wünscht sich nichts Bestimmtes. Ich kann mir hier aus dem was aussuchen, was sie gerne. Die hat so ein bisschen ein paar Beispiele aufgeklebt. Und den würde ich gerne nehmen. Ich suche mir aber noch einen Zettel. Ich habe nämlich noch jemanden, der auch gerne was schenken möchte, und dem soll ich einen mitbringen. Ja, wir haben uns als Team Entwässerung Bohrbetrieb für 3 Zettel entschieden. Es geht auch um Gutscheine und kleine Präsente für Kinder, die sich auch verdient haben, beschenkt zu werden zu der Weihnachtszeit, und dafür haben wir uns entschieden. Ich habe mich heute entschieden für das Stadtrand-Stammhaus in Weißwasser, und da ist die Finja, die ist 6 Monate alt und die wünscht sich eine Kinderbettwäsche, und da freue ich mich natürlich, ihr den Wunsch erfüllen zu können, und das ist, glaube ich, mein 3. oder 4. Mal, wo ich hier dran teilnehme, und ich freue mich schon, wenn wir es nächstes Jahr wieder machen können. Eine Puppe. Es soll unbedingt eine Puppe sein. Meine Frau besorgt gerne Puppen. Also haben wir uns für einen Wunsch entschieden. Eine coole Barbie-Puppe steht drauf. Und ja, den werden wir jetzt erfüllen. Gerade heute, gerade in dieser Zeit, ist es wichtig, dass wir daran festhalten, dass wir das machen, dass die Kinder diese Wünsche erfüllt bekommen. Es geht ja schließlich um Kinder, die nicht immer so auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und von daher ist es meiner Ansicht nach sehr wichtig, dass wir das hier durchziehen, dass wir das machen. Und wer die leuchtenden Kinderaugen mal gesehen hat bei der Übergabe der Geschenke, der weiß, wie wichtig das ist. Die Geschenkübergabe muss in diesem Jahr leider wieder kontaktlos stattfinden. Die Geschenke bekommen die Kinder natürlich trotzdem. Und dank der fleißigen LEAG-Weihnachtshelfer werden in diesem Jahr so viele Kinderaugen leuchten wie noch nie zuvor.